Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Stardew Valley. Ja, zum aktuellen Zeitpunkt weiß ich jetzt noch nicht, wie die Umfrage bezüglich der Weihnachtsmusik ausgegangen ist, deswegen nehme ich jetzt nochmal so auf. Boah, ne, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich am besten als nächstes mache. Ob ich mich jetzt erstmal darum kümmere, an das Holz zu kommen oder ob ich in der Mine wieder mich nach unten schaufel. Wahrscheinlich wäre es sinniger, in der Mine nach unten zu kommen. Muss ich mal gucken, das ärgert mich echt, das ärgert mich tierisch, dass ich das letzte Folge da so verkackt habe. So kolossal. Naja gut, muss ich schauen. Es wäre alles nicht passiert, hätte ich schon mal viel länger euren Rat befolgt und hätte ich eine Truhe am Anfang gebaut. Der Mine. Das werde ich auch definitiv noch machen. Sobald ich genügend Holz quasi habe, wieder, werde ich gucken, dass ich eine Kiste baue. Jetzt habe ich ja gerade sowieso nicht mehr so viel dabei, ne? Es ist ja fast alles hops gegangen bei der Aktion, dass ich da jetzt nicht so großartig drauf achten muss. So, muss ich gucken, dass ich mich um alles kümmere. Ja, gut. Habe ich jetzt... Ich habe 3 Eier bekommen. Da unten ist noch eins. Ich wollte gerade sagen. So. Braunes auch noch mit. Würdest du mal da weggehen, Entchen? Sonst muss ich dich ärgern. Kannst du mal bitte da weggehen, du dummes Vieh? Danke. Oh, ich habe ganz vergessen, die Kühe zu füttern. Das wollen wir natürlich nicht. So. Alles klar. Und ich überlege wirklich, wo gehen wir denn dann als nächstes hin? Gehen wir lieber nochmal in die Mine? Oder gehen wir Holz hacken? Ich glaube, ich möchte heute nochmal mit euch in die Mine. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade sowieso nicht so viel Krams dabei. Das, was ich dabei habe, das lasse ich auch mal im Inventar, weil das ist jetzt gerade eher zum Essen. Das hier werde ich verkaufen, also werde ich wegpacken schon mal die Mayonnaise. Ja, und ansonsten haben wir leider einiges verloren an Ebenen. Das ist ärgerlich. Das ist sehr, sehr ärgerlich. So, das haue ich schon mal weg. Den Rest nehme ich erstmal noch mit. So. Wir werden aber heute mal schauen, vielleicht haben wir ja nochmal eine Aufgabe in der Stadt, die sich auch auf die Mine bezieht. Ein prähistorisches Werkzeug, okay. Das ist auch fürs Museum. Ja, hier im Winter finden wir sehr, sehr interessante Sachen da, wo die Würmchen zappeln. Oh, was ist denn das? Sieht aus wie eine Mistel. Der Zauberer M. Rasmodius wünscht, die arkanen Eigenschaften von Hecht zu untersuchen. Du wirst belohnt werden. 300? Wow. Eine Stechpalme, ja, das ist doch. Beliebte Winterdekoration, ja genau. Stechpalme bzw. die Mistel. Der Mistelzweig. Und wenn zwei unter dem Mistelzweig stehen, müssen sie sich küssen. Nehme ich auch noch mit. Das nehme ich nicht mit, das lasse ich da jetzt einfach mal liegen. So. Ich werde mal wieder mein Bestes geben hier. Ja, ich werde hier definitiv mal noch Truhen hinstellen. Ja, 95. Und direkt schon mal wieder Leben verloren hier. Aua, und noch mehr Leben verloren. Die Viecher da, die sind ganz schön garstig, diese Zauberviecher. Oh, da macht mir mal einen Schaden. Meine Güte, guckt euch das mal an, wie viel wir jetzt schon hier verloren haben. Müssen wir direkt schon mal wieder Energie hier Dings auftanken. Gesundheit, das gibt es doch nicht. Ich hoffe, dass mir die Geister heute wohlgesonnen sind und ich möglichst viele Treppen nach unten finde.
Und das ging schon mal relativ schnell. Ach, das viele Gold, das ärgert mich so, dass ich so viel Gold verloren habe. Deswegen werde ich auch wieder zusehen, dass ich von dem Gold so viel wie irgendwie möglich einsammle. Da ist noch ein Pilz da links. Den Quarz hier hinten nehme ich auch mit. Quarz können wir definitiv immer gebrauchen. So. Das hier nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Und jetzt hoffe ich, ja. Ja, das geht immerhin heute relativ flott. Das sind jetzt nicht unbedingt die unangenehmsten Gegner, muss ich sagen. Da gibt es Schlimmeres. Hier unten ist ein Feuerquarz, den nehmen wir auch wieder mit. Aber natürlich möchte ich hier hinten auch das Gold abbauen. Und ich werde jetzt da hinten mal noch gar nicht rübergehen. Ich hoffe erstmal, dass ich hier vielleicht noch einen Durchgang finde. Oh, zwei Magma-Geoden. Das ist natürlich auch nice. Vielleicht haben wir ja Glück. Anscheinend sind mir aber die Geister doch nicht ganz so hold, wie ich gehofft hatte. Oh nee, Fledermauswetter. Warum sage ich eigentlich mal Wetter? Mit Fledermäusen habe ich keine guten. An Fledermäuse habe ich keine guten Erinnerungen. Das letzte Vieh, was mich umgehauen hat, war eine Fledermaus. Wenngleich sie mir natürlich auch nicht den Hauptschaden gemacht hat. Trotzdem sind das keine angenehmen Erinnerungen. Guck mal, die machen mir aber auch wirklich viel Schaden. Alter, ich bin doch gleich schon wieder tot. Runter da! Super, ich bin schon wieder tot. Klasse. Jetzt habe ich garantiert noch zig Trilliarden mehr Ebenen verloren. Ah, diesmal mich Maru gefunden. 10 Ebenen. Yay. Geil. Das ist doch zum Kotzen. Das ist doch echt zum Kotzen. Okay, dann gehen wir jetzt nach Hause und überspringen den Tag und machen direkt den nächsten. Oh. Das ist doch zum Verrücktwerden. Ich kann wirklich nur hoffen, dass sowas nicht passiert, weil wenn ich da nicht wirklich mit vollem Leben reinstarte, da kamen ja so viele Fledermäuse, dass ich einfach nicht mehr klargekommen bin damit. So, nee, nicht essen. Das wird jetzt alles verkauft. So. Oh, ist das nervig. Ist das nervig? Das andere, was ich eigentlich abgeben wollte, haben wir noch verloren. Das bleibt alles hier. Gut, wir überspringen diesen Tag auch. Jetzt habe ich in den letzten beiden Tagen 9000 Gold verloren. Für nichts und wieder nichts. Zig Holz. Okay, dann bekommt ihr jetzt immerhin eine lange Folge. Das ist doch mega, mega nervig. Echt. Ich
Ich glaube, dass ich dieses Mal immerhin nicht so ganz krass wertvolle Sachen verloren habe. Aber das mit dem Holz das letzte Mal, das war schon wirklich nervig, weil ich wollte mir den nächsten Tag... wollte ich mir ja dann gerne die Küche kaufen. So. Die Kühe werden versorgt. Jetzt kümmere ich mich um die Enten und um die Hühner. Und ja, dann gucken wir mal, wie die Geister drauf sind. Wenn die Geister schlecht drauf sind... Ein neues Entenküken ist geschlüpft. Kimuda. Nein, wir nennen es Tick. Bock. Das heißt, jetzt könnte ich ja auch mein Void-Ei ausbrüten. Ich glaube, jetzt habe ich alle. Jetzt noch das und das. Nee, den Käse will ich nicht essen. So, komm. Dann hole ich jetzt noch fix das Void-Ei. Danach werde ich dann... Ach ja, doch, da ist es. Danach werde ich dann die Tiere noch füttern. Und dann gucken wir nochmal fix, was der Fernseher so sagt. Bezüglich, halt, da wollte ich dran. So, bezüglich der Geistergeschichte. So. Fernseher, was sagst du? Wahrsager. Sehr glücklich. Okay, gut. Das heißt, ich werde heute wieder in die Mine gehen. In der Hoffnung, diesmal besser zu überleben. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich vielleicht auch mal noch... Den Käse nehme ich mal mit, dass ich noch was habe, womit ich mich wieder heilen kann. Und Gesundheit regenerieren kann. Ich habe einfach mal die Hoffnung, dass es heute vielleicht besser klappt. Wenn ich jetzt die Beeren verliere, das ist nicht weiter tragisch. Aber so habe ich wenigstens genug unterschiedliche Sachen dabei, um mich irgendwie wieder hochheilen zu können. Oh, ein Buch. Ein verlorenes Buch. Ja, zu Gunther müssen wir sowieso nochmal demnächst, bald. Ja, jetzt sind wir bis auf Ebene 85 zurück, ne? Wenn mich gerade nicht alles täuscht. Jo, 85. Ah. Ja, das hängt ja super an. Kommt man runter und kriegt direkt Besuch. Seid euch einer Sache gewiss. Die letzten Gegner haben mich aggressiv gemacht. So, da unten ist auch noch so ein blödes Vieh. Mit denen lege ich mich gerade erst gar nicht an, weil die machen immer ziemlich viel Schaden. Die Erfahrung haben wir jetzt schon gemacht. Okay, mit dem hier werde ich mich wohl anlegen müssen. Okay. Guck dich das mal an, wie viel Schaden ich schon wieder genommen habe. Das ist doch ein Witz. Die Bären regenerieren mich halt auch so gut wie gar nicht. Na gut. Auf ein neues. Aber so glücklich. Da stand doch, dass sie sehr glücklich sind.
Wo sind denn meine Leitern? Ich will nach unten. Mann. Aha. Ja, die Pilze kann ich auch nicht essen. Die ziehen mir Energie ab. Das ist ja giftig, das Zeugsel. Aber immerhin kann ich die verkaufen. Diese scheiß Fledermäuse, ja? Ich habe jetzt einen Hass auf diese Biester. Es ist für mich gerade tatsächlich erstmal oberste Priorität. Oberste Priorität ist jetzt erstmal runterzukommen, wieder in den Ebenen. Guck mal, wie viel Schaden mir diese Viecher machen. Hier kann ich mir direkt schon einen Käse werfen. Da mag ich nicht mal Käse, aber der bringt wenigstens was. Ach, Mensch. Fledermäuse gibt es ja auch zig Trilliarden Stück. So viel zu den glücklichen Geistern, ja? Oh, ernsthaft noch eine? Die hat mich jetzt gerade wenigstens nicht einmal getroffen. Och nö. Gut, wir gehen in die andere Richtung. Ich möchte mich gerade am liebsten mit so wenig Viechern wie möglich anlegen. Da unten ist schon wieder so ein Drecksack. Möchte ich nicht. Vielleicht noch irgendwo Gold? Jo, da unten, da haben wir wieder Schleim neben. Das ist ja so ein schwarzer Mann. Ich höre schon wieder eine Fledermaus. Nicht mit mir, Madame. Ich erobere mir jetzt die Mine Schritt für Schritt zurück. So, und ich hole jetzt hier auch noch das Golderz, was hier rumliegt. Weil hier scheint relativ wenig an Viechzeug zu sein auf der Ebene. Dann nutze ich das auch so gut es geht aus. So, Höhlenkarotten. So, und runter. Jetzt haben wir wenigstens 90 schon mal wieder. So. Vielleicht schaffen wir ja die 95 noch wieder zurück. Da sind wir auf 95 gestartet, ja. Und machen noch mehr Rückschritte. Schon so ein bisschen ärgerlich. Die Viecher, die sind jetzt nicht so schlimm. Oh. Ist ja so ein schwarzer Mann. Durchgang, bitte. Ich kann noch mal ein bisschen Kohle dazu bekommen.
glaube, die machen ziemlich Schaden, wenn man sie lässt. Aber die sind relativ leicht auch klein zu kriegen. Oh nee. Nee, 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 nee. Das mache ich nicht. Das fangen wir gar nicht erst an. So. Dann haben wir das eine, die eine Wildpflaume weg. Die Höhlenkarotten, die sehen so lecker aus, die essen wir jetzt. Die sehen eigentlich nicht wirklich lecker aus, aber macht nichts. Wobei ich nicht glaube, dass wir hier heute noch irgendwie eine Ebene schaffen, großartig. Das werde ich nicht mehr schaffen, bis auf 95 runter. Wenn ich jetzt auch mal gerade gucke, wie viel Uhr wir schon haben hier. Wir haben ja schon wieder 19.50 Uhr hier in Game. Ich hasse Fledermäuse. Die waren nie schwere Gegner und jetzt auf einmal sind es solche Arschlöcher. Sorry, aber ist so. Am Ende dieses Wagens ist bestimmt wieder eine Lore, die uns ordentlich Kohle bringt. Haha. Aua. Wieder geht er durch. Dir geht's wohl zu gut. Da ist nichts drin. Ah. Bis 23 Uhr werde ich hier noch in der Mine drin bleiben. In der Hoffnung, dass ich vielleicht noch zwei Treppen nach unten finde. Da ist schon mal die erste. Eine Omnigeode haben wir auch noch bekommen. Ach ja, Aquamarin. Aber mein Inventar ist voll und ich glaube, ich habe jetzt auch gerade nichts mehr. Ich könnte die Wildpflaume noch essen. Die goldene. Die bringt mir auch noch mal ein bisschen was. Falls ich jetzt nochmal von irgendwas angegriffen werde. Ah, sehr schön. Guck mal, jetzt haben wir uns wenigstens 95 wieder zurückerobert. Jetzt gehe ich, was die Ebenen angeht, wenigstens plus minus hier raus. Ach ja, da unten können wir auch demnächst mal noch hin. Die haben nur bis 22 Uhr offen, da sind wir ein bisschen zu spät. Ja gut. Ja, da können wir definitiv auch mal noch hin. Es sieht so süß aus, wie das Pferd läuft. Da können wir definitiv auch mal noch hin. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich zuerst hin möchte. Ob ich jetzt zuerst mich wieder in der Mine auf das Level runterkämpfen möchte. Ja, vielleicht fällen wir auch morgen mal ein paar Bäume. So für die Küche und so. Ich glaube, ich werde jetzt faul. Ich parke jetzt mein Pferd nicht mehr immer da drin. So, können wir immerhin noch wieder ein bisschen was verkaufen. So, gemischte Saat, die haue ich jetzt auch erstmal weg. Jo. Ja, immerhin 57 Holz haben wir jetzt in der Mine auch schon wieder bekommen, dadurch, dass wir einfach genug Truhen und sowas kaputt gehauen haben. 24 habe ich jetzt davon auch schon, ne? Nicht schlecht. 33 Gold habe ich. Enteneier habe ich noch das eine oder andere. Davon habe ich ein paar. Magma-Geoden. Omnigeoden, Smaragd. Und Aquamarin, genau. Ach ja, und die Solaressenzen, die waren hier drin, ne? Ja, habe ich jetzt auch 22 Stück von. Ja gut, immerhin.
Wir kämpfen uns jetzt alles Stück für Stück zurück und wir haben Kampfstufe 6 erreicht. Plus 5 Lebenspunkte, das ist gut. Ein neues Herstellungsrezept für den Schleim, für die Schleimeierpresse. Okay. Und Knoblauchöl. Das ist wahrscheinlich für diese Schleim, für dieses Schleimhaus, was wir noch bauen können, ne? Okay, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich für heute von euch. Die letzten beiden Folgen waren desaströs hier. Aber gut. Ich verabschiede mich, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!